อนรับนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะDer erste Stern für Bangkok Streetfood. Ich bin echt gespannt, wie die das im Restaurant machen und vor allen Dingen, wie es schmeckt. Because of they are awarded by the Michelin One Star, yeah. So just come and have a try.So I want to find out why this is so special. Also ein Omelette mit Krabbenfleisch, dann ja, Tom, ich lass mich mal überraschen und vor allen Dingen diese betrunkenen Nudeln, da bin ich mal ganz gespannt.Sind jetzt fertig mit dem Gebrutzel. Dauert ja nicht so lange, die brauchen nur 3 Minuten, ist jedes Gericht fertig. Wow, amazing! So big one! Ich glaube, das sieht eher aus wie so ein Burrito oder Tasche. Auf jeden Fall ist es riesengroß und riecht schon mal fantastisch. Oh, please!Das sind Aromen. Ich habe ja schon viel in der Küche gestanden hier in dieser schönen Sendung, aber die Aromen, die hauen mich erstmal um. Das sind die betrunkenen Nudeln. Ich dachte, das schwimmt im Fett, wie ich das vorhin gesehen habe, wie die das gekocht haben, aber ist überhaupt nicht fettig. Das ist eher so ein bisschen crispy und jede Menge Krebsfleisch drin. Oh, die rote Soße hier, die hat einen ziemlichen Nachbrenner. Also das hier ist mein erstes Krabbenomelett und ist wirklich die Wucht. Das schmeckt so richtig klasse nach Krabbenfleisch, so ein bisschen nussig dabei. Also wenn man mal hier hinkommt, erster Tipp, Krabbenomelett.
Also dieses Restaurant bis jetzt, ich liebe es. Ja? Einfach klasse Atmosphäre, die Aromen, es schmeckt super. Sehr, sehr lecker. Ihr seid so klasse. Ja, noch mehr. Meine. So, die Damen, bitteschön. Einmal zum Probieren, ihr auch. Bitteschön, darf ich die Suppe angeben? Erst die Damen. Wie schmeckt's dir? Die Pilze sind sehr gut, guter Geschmack. Sehr kräftig, spicy. Ja, sehr fein, zitroniger Geschmack. Die beste Suppe, die ich bis jetzt gegessen habe. Wirklich scharf, ist gut. Sensationell, würzig, Koriandernote kommt raus, das Zitronengras, man merkt die frischen Marktprodukte. Och, du hast Ahnung. Eindeutig eine klasse Suppe. Ja. Ich denke, die hat ihren Stern verdient, nach den 30 Jahren, die sie schon hier kommt. พอโดนไฟไหม้ก็มาดูกระทะของแม่ว่าเรามาโขกกระทะดีไหมAlso das sind die betrunkenen Nudeln. Es ist nicht so, dass ich jetzt betrunken bin, aber die heißen nun mal tatsächlich so. Gespannt, wie die schmecken. Und wieder gegensätzliche Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, aber auch diesmal ein kräftiger Sud dran. Und ein bisschen nussig auch mit kleinen gehackten Nüssen drin. $2,600. Okay, das ist jetzt nicht ganz günstig, aber für eine Sterneküche mehr als das. Also ich glaube, jetzt weiß ich, wie sie es macht. Frischeste Zutaten, selbstgemachte Brühen, authentische Küche und die ganzen Gewürze und Geschmäcker aus Asien. Jeden Tag frisch. So hat sie es hingekriegt und es schmeckt richtig gut.